Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM 21. Wir haben heute den nächsten großen Brocken auf dem Plan mit Barca. Letzte Folge lief nicht gut. Letzte Folge habe ich den Fehler gemacht, komplett zu rotieren und dadurch haben wir irgendwie komplett alles verloren in dieser Folge. Wir müssen heute in die Spur zurückkommen. Ich hoffe, das schaffen wir gegen Fiorentina jetzt, die auf Platz 10 sind. Mit 14 Punkten. Wir haben 10 Punkte mehr. Mal schauen, danach Barca wird sehr schwierig, allerdings für uns auch eine große, große Chance, ne? Weil wenn wir gegen Barca gewinnen könnten, irgendwie, dann haben wir die sehr große Chance, dass wir dann vielleicht doch noch weiterkommen könnten, auch wenn es mittlerweile schon sehr unrealistisch ist, aber mal gucken. Also wenn wir gegen Barca nicht gewinnen, dann ist natürlich futsch, aber mal gucken. Wir konzentrieren uns erstmal auf Fiorentina, die anscheinend um 4-2-3-1 spielen. Wir spielen so, hab schon aufgestellt. Ich glaube, viel hat sich da eh nicht geändert. Uribe hinten drinne für Birz, weil der gesperrt ist durch seine fünfte gelbe Karte. 4-3-2-1. 25. Das war die fünfte. Sind das fünf Balken? Ja. Der Schlitz hier hat mich ein wenig irritiert. Aber gut. Ja, auf geht's, komm. Bonacasa halt mal drin, habe ich irgendwie ein besseres Gefühl heute als Rovalia, wobei Rovalia jetzt die letzten Spiele nicht so schlecht war, wenn man jetzt mal die letzte Folge ausklammert. Ich würde sagen, los geht's. Sabitzer spielt echt im Sturm bei Fiorentina? Jupp, auch interessant. Correa dahinter. Dann hat Lorenzo Pellegrini und wir haben einen Einwurf gegen uns. Brescianini, das war gut. Den Ball kann man, glaube ich, besser rausspielen, aber er landet ja zum Glück bei Brescianini bzw. bei uns. Fiorentina steht echt sehr hoch, aber bereitet uns momentan nicht wirklich Probleme. Jetzt mal ein langer Ball nach vorne in die Spitze auf Bonacasa und der macht gleich mal das 1 gegen 1. Sehr schön, Regini mit dem nächsten Assist im Übrigen. Und wir führen nach 4 Minuten. Nice. Ja, ich meine, das kannst du dir leisten, wenn der Gegner halt so hoch versucht, naja, zu pressen. Ich meine, wirklich pressen war es jetzt nicht. Aber die standen schon wirklich sehr hoch und dadurch haben wir halt hinten die Lücke gesehen. Bonacasa hat sie perfekt genutzt und wir gehen früh in Führung und haben gleich die nächste Szene mit Fiorentina. Jetzt haben sie ein bisschen mehr Platz mit Perez unten, hat Kipre extrem viel Platz. Uri beklärt, Andres, schöner Ball auf Cengiz Ünder und schon wieder ist Fiorentina nirgends und wir machen das 2-0. Das waren maximal, glaube ich, 65 Sekunden, die zwischen den beiden Toren gelegen haben. Starker Kopfball von Uribe hinten raus auf Andres, dann die schöne Übersicht auf Ünder. Der macht es richtig stark im 1 gegen 1. Gegen Golini im Tor von Fiorentina und der Doppelschlag, der setzt ein sehr gutes Ausrufezeichen, nachdem wir wirklich sehr schlecht waren, die letzte Folge in der Liga auch. Gegen den 20. halt nur 0-0. Ne, war es 0-0? Ich glaube, es war 1-1. Ich glaube, es war 1-1. Und gegen Sassuolo, den 11. dann nur 0-0. War alles in allem nicht gut. Aber heute sind wir gleich auf der richtigen Spur. Sieht sehr gut aus. Fitness können wir dann auch schon wahrscheinlich im Auge behalten. Vor allem, wenn vielleicht jetzt das 3-0 kommen könnte, wäre sehr schön. Allerdings hat Fiorentina erstmal wieder den Ball. Regini, saustark. So, Ünder. In der Mitte wäre Regini, aber der läuft nicht wirklich mit. Ünder macht selbst und macht eigentlich quasi das Beste draus, was man machen kann, weil Regini leider nicht wirklich perfekt losgelaufen ist. Hat er ernsthaft gerade versucht, den Eckball direkt reinzumachen? Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr cheeky. Wäre umso schöner gewesen, wenn er reingegangen wäre. Aber ansonsten sieht weiterhin sehr gut aus. Also immer, wenn wir Fiorentina im Ballbesitz sehen, kriegen wir den Ball eigentlich relativ schnell. Netkopf und Dickmann haben schon Gelb jetzt gerade bekommen. Ich denke mal, wir werden mit diesem 2-0 in die Halbzeit gehen. Ich werde dann jetzt noch nicht wegen der Fitness wechseln. Dafür würde ich gerne noch das 3-0 sehen. Aber ich glaube, allzu lange werde ich mir nicht mehr Zeit lassen mit einem wahrscheinlich Regini und Ünder Wechsel. Ich denke mal, so um die 60. werde ich es machen. Ja, Halbzeit 2 beginnt relativ verhalten. Würde ich mal sagen, werden wir mal Bogus und Poskus reinbringen. Poskus für Ünder und Bogus kommt für
Andrea Reggini, vierter Assist heute für ihn in der Liga. Können gerne noch mehr dazu kommen. Fiorentina hat auch gewechselt, da kam Alex Cardero rein auf der 8. Und Poskos, verliert den Ball in einer sehr blöden Position, weil halt auch, das war erstes Saisontor, fuck off. Das war leider sehr, sehr blöd gemacht, weil halt wirklich in dem Moment Sale nach vorne gerannt ist und Poskos dann halt so einen blöden Ball verliert. Na, müssen wir jetzt echt zittern, weil natürlich mal wieder das erste Saisontor fällt. Ich hoffe nicht, dass die Wechsel zu früh waren, ist natürlich schon Qualitätsunterschied. Ja, ich werde Ranocchia in der nächsten Unterbrechung reinbringen. Logisch auf Sala zurück. Poskos, schöner Ball, Andres. Ja, ich dachte, ich kriege ihn aufs Tor. Aber denkt man nochmal, Andres, nächster Versuch. Aber dieses Mal scheitert er leider auch. Netkov muss jetzt bloß aufpassen. Macht das aber auch sehr klug. Fiorentina aber weiterhin sehr hochstehend. Ne? Also es kann sich daraus halt noch ein guter Ball für uns ergeben, wie jetzt zum Beispiel Sidla. Ach du Schande. Ja, dafür ist er nicht da, ne? Für Tore schießen. Er ist halt zum Vorlegen und zum Spiel. Ja, zum Spiel was eigentlich? Zur Kreativität halt da. Wir haben noch ein paar Minütchen. Ich hoffe, wir kassieren jetzt nicht mehr. 5 Minuten gibt es oben drauf. Ich werde Zeitspiel reinklatschen. Unnötig, dass wir jetzt so zittern müssen und nochmal eine Szene sehen. Und der Ball geht direkt zum Gegner. Oh, okay. Ich hatte ja gerade kurz Angst, dass der FM Bullshit macht. Ich glaube, wir machen gerade Bullshit, oder? Ich glaube, wir machen... Ruhig gewinnen können. So, jetzt aber, komm. Andres, schöner Ball auf Buena Casa und der trifft natürlich die Latte. Ach, fuck off. Werd auf 4-1-4-1 gehen. Oh, jetzt sehen wir auch noch diesen doofen Einwurf. Ich will doch keine Szene mehr sehen. Lassen uns natürlich schon Zeit, auch wenn der Einwurf natürlich direkt zum Gegner kommt. Zum Glück ist die Szene vorbei. Halt super unnötig, dass man es am Ende so spannend macht. Muss ich sagen, dass ich sehr unzufrieden bin. Die erste Halbzeit war super. Zweite Halbzeit war sehr, sehr schlecht. Wahrscheinlich waren die Wechsel dann doch schon ein Stückchen zu früh. Hätte vielleicht erst Bogusch reinbringen sollen und dann vielleicht 10 Minuten später erst Poskos wechseln sollen. Aber es ist ja zum Glück nochmal gut gegangen. Aber das werde ich mir mal merken, dass man vielleicht die neuen Spieler oder die unerfahrenen Spieler dann vielleicht nicht alle gleichzeitig bringt. Ich glaube, das hätte uns ziemlich fast das Spiel gekostet. Puh, und jetzt Barca. Das wird schwierig. Ich werde so bleiben, weil wir versuchen müssen halt wirklich zu gewinnen. Birds kommt wieder rein für Uribe und dann halt auf der linken Seite Poskos für den gesperrten Ünder. Und danach dann Napoli und das wird auch nicht viel mehr Fitness haben. Das Spiel von uns. Mal schauen. So, die U20 hat gewonnen und ist jetzt mittlerweile auf Platz 1. Sehr schön. Machen ihre Sache sehr gut. Barca wird höchstwahrscheinlich im 4-2-3-1 spielen. Ich meine, ich könnte natürlich versuchen, auf eine Unentschieden zu gehen, wie halt im ersten Spiel, aber es nützt ja mir dann eher nichts. Die einzige Chance jetzt wirklich ist jetzt hier zu gewinnen. Dann wird Barca gegen City gewinnen. Und während wir gegen Kiew gewinnen, sind wir dann halt weiter. Aber eigentlich haben wir nur eine sehr, sehr kleine Chance, weil dafür hätten wir wenigstens einen Unentschieden holen müssen gegen City in der letzten Folge. Was wir leider nicht gemacht haben, war leider doof. Aber gut, ist die erste Champions League-Saison von uns. Da können wir leider nicht erwarten, dass die Spieler super klug sind.
Auch wenn es natürlich schön wäre. Aber mal gucken. Nächste Folge haben wir dann übrigens mal wieder einen etwas oder vermeintlich leichteren Gegner mit Atalanta Bergamo. Wobei Atalanta schon den einen oder anderen Gegner schon sehr genervt hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, hatten die nicht sogar gegen Inter unentschieden gespielt oder so? Oder gegen Milan? Das ist schon dann ein bisschen gefährlicher. Aber gut, jetzt ist mal Barca. Ich glaube, da wird sich relativ schnell entscheiden, ob wir eine Chance haben oder nicht. Ich glaube, die ersten 10 Minuten werden hier extrem wichtig werden. Und werden schon aufzeigen, wo es hingeht. So. 4-2-3-1. 4-3-3 bei uns. Und Buona Casa hat Kischt gemacht. Ja, auf geht's. Auf geht's. Puh. Das könnte entweder richtig gut werden oder ganz, 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 ganz schlimm. Mal schauen. Barca weiter mit Curtis Jones, mit Havertz auf der 10, Kulusevski ist der Stürmer, Bentancur Olmo auf der Doppel-8, Ilias Akömach auf der rechten Außenbahn. Das war schon mal sehr gefährlich von Rúben Dias, der wieder neben De Ligt spielt. Masraoui ist weit. Oh no. Unterschenkelverletzung bei Andres. Caicedo muss rein. Ah, kam gerade wieder so ein bisschen in Fahrt. Und jetzt wird er von Barca, der Tretertruppe, kaputt getreten. Ja, Mist. Prascianini mit Gelb. Jetzt sind wir gerade die Tretertruppe. City führt gegen Kiew. Wenn City gegen Kiew gewinnt, sind wir safe in der Europa League. Egal was ist bei unserem Spiel. Weil wir 5 Punkte haben, Kiew hat 0. Dickmann, schöner Ball! Oh, Poskus! Schade. Sehr schöner Ball von Dickmann. Leider kann Poskus den Ball nicht reindrücken. Und das ist eine super, 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 super Freistoßposition. Und die muss man eigentlich machen. Jupp. Und Tadikone stand auch sehr schlecht in seinem Tor. 0-1 nach 27 Minuten und ich glaube, damit sind unsere Champions League-Träume ausgeträumt. Ich weiß nicht, warum Tadikone da so doof steht. Na, das hat am Ende das Gegentor halt gebracht, weil der Freistoß, der war nicht gut getreten. Das war ein relativ einfach zu haltender Freistoß, wenn man eben nicht in der komplett anderen Ecke steht. Ärgerlich. Schade. Jetzt irgendwie hier noch ins Spiel zurückzukommen gegen Barcelona. Die kontrollieren. Boah. Null Schüsse aufs Tor von uns bisher. Das wird eher nichts werden. Jungs, ich bin sehr unzufrieden. Rovalia kommt rein für Buona Casa und wir hoffen auf das Beste in der zweiten Halbzeit. Schade, dass wir halt nicht mehr wechseln können durch die Verletzung von Andres. Ich hätte gerne eigentlich noch wahrscheinlich Regini ausgetauscht. Nur, ach komm, dann so ein Bullshit wieder. Ach, Mann, ich hasse die Elfmeter MFM manchmal so sehr, ne? Mal schauen, ob es den gibt. Aber ich denke leider ja. Oh, es gibt Freistoß. Das ist glücklich. Sind die mit dem 2-0, also Europa League ist damit auf jeden Fall safe. Ist ja auch wenigstens okay, ne? Aber ich hätte schon gerne irgendwie geschafft, weiterzukommen. Alleine wegen dem Geld. Aber nächstes Jahr dann, hoffentlich. Dafür muss es dann halt auch in der Liga passen. Bogusch kommt rein für Regini. Nach dieser Szene, oh, Einwurf direkt zum Gegner. Oh Gott. Ja, kriegt er den rein, Bentancur in die Mitte und dann legen wir auch fast vor mit Salah. Wow. Ey. Bogusch mittlerweile drin war unser letzter Wechsel. Lange Bälle jetzt, please. 20 Minuten noch, aber selbst ein Unentschieden würde uns ja nicht reichen, also. Das Ding ist leider eher durch. Ja.
müssen halt zwei Tore jetzt machen und gewinnen, damit wir noch eine Chance haben. Schade. Sehr schade. Aber so ist es normal, wenn man in der Gruppe kommt mit City und Barca. Das war von vornherein eigentlich klar, dass es extrem schwierig wird. Schade halt, dass es wieder ein Fehler war, der uns halt das Spiel zumindest gekostet hat, weil das war ein Riesenfehler von Tadikone. Andres hat einen Muskelfaserriss in der Wade, wird 2 bis 3 Wochen ausfallen. Caicedo muss jetzt mal ordentlich pushen. Wir sind für die erste Ausscheidungsrunde der Europa League qualifiziert, sprich, wir spielen dann erstmal gegen nicht so krasse, weil die Vereine, die in der Europa League Gruppenphase auf Platz 1 gelandet sind, spielen ja erst ab der zweiten Runde. Also, das sind jetzt erstmal vermeintlich leichtere Gegner. Aber wer weiß, was da jetzt gleich so kommt in der Auslosung, die wir irgendwann haben werden. Die Frage ist nur wann. Youth League spielt auch noch gleich, aber ja, ach Mann, ey, schade, ich hätte das echt gerne gemacht. Logischerweise kommt die Auslosung nicht gleich, weil wir haben ja noch ein Spiel. Ist mir gerade aufgefallen. Wobei wir dann gegen Kiew komplett rotieren können. 3-0 auf den Sack bekommen unsere U20, die in der Youth League spielt. Das wird nochmal ein harter, harter Kampf am letzten Spieltag. Cities U19, U18 ist raus mit einem Punkt. Wir sind mit 10 Punkten auf Platz 1. Allerdings haben wir Barcas und Kiews U19 direkt dahinter mit 9 Punkten. Und dann kann es echt passieren, dass wir mit 10 Punkten. Oh. Ah, stimmt. Ist abgeschlossen worden, unsere Trainingseinrichtungen, die jetzt erneuert wurden. Dann kann es echt passieren, dass wir mit 10 Punkten in der Gruppenphase nicht weiterkommen. Das ist natürlich auch hart. Aber ich hoffe, die kriegen das hin, die Jungs. Gegen wahrscheinlich die Kiew U19. Haben halt schon. So, ein paar Scouting-Berichte sind schön und gut. Aber wir haben jetzt erstmal Napoli auf dem Plan. Napoli, schwierig. Platz 7 momentan in der Liga. Kein Unentschieden bisher geholt. Letztes Jahr lange unser Konkurrent gewesen um die internationalen Plätze, bis wir uns dann am Ende abgesetzt haben. Weil wir hatten dann anders als alle anderen am Ende halt unseren guten Run und haben dadurch halt die Champions League erreicht. Wer ist das? Utrecht möchte Jupauno festpflichten. Macht er denn jetzt auf einmal mehr Spiele? 5 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen. Oh, ob das so gut wird mit unseren Stürmern? Boah, ich weiß nicht. Wir haben halt noch nicht den Stürmer gefunden für uns, ne? Und jetzt die Spieler, die wir gerade deswegen verliehen haben, die machen leider auch nichts. So, Caicedo kommt gleich rein. Kingsway ist zwar nicht für die Position gedacht, aber kommt einfach mal mit. Und da müssen wir mal schauen, wegen der Fitness bei Sila Brescianini, Dickmann und Netkov. Weil wir danach schon wieder Atalanta direkt haben, danach Torino. Wird schwierig. Wird wohl höchstwahrscheinlich gleich auch noch Rovalia reinnehmen in die Startelf für Napoli. Würde ihn jedenfalls lieber sehen als Buonacasa im nächsten Spiel. So, Lazio, Inter haben gewonnen. Cagliari im Übrigen auch. Haben momentan 3 Punkte Vorsprung auf Lazio. Die haben jetzt ihren 13. Spieltag absolviert. Also könnten den Vorsprung schön weiter behalten. Und wir haben schon, wow, die ersten Spieler, die auf der Transferliste oder auf der Shortlist halt zum Vertrag verfügbar sind. Das sind die Schotten, weil bei denen der Vertrag schon im Mai ausläuft. Warum werden die gerade gescoutet hier? Ich aus Versehen den Haken anscheinend gesetzt bei. Nee. Bericht aktuell halten? Nee, eigentlich nicht. Okay. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, schwierig jetzt, meine Scouts. Die sollten sie jetzt hier noch schaffen eigentlich. Ja, Abschluss. Okay, dann kann ich morgen nämlich die anderen Spieler scouten auf der Vertragsshortlist und dann schauen, ob wir da vielleicht jemanden holen wollen. 4-3-3 ist es bei Napoli mit einer starken Elf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, ob ich nicht vielleicht doch lieber 4-1-4-1 spielen möchte.
Ah, Sila muss durchhalten. Ich habe gesagt, Rovalia möchte ich sehen. Aber ich lasse erstmal so. Gegen Atalanta müssten wir dann wieder ein bisschen mehr rotieren. Gerade Sila wahrscheinlich. Aber Sila möchte ich jetzt gegen Napoli sehen. Also auf geht's. Gegen Napoli. Ja, wo es R war, schon sehr stark. Da kann ich mich sehr daran erinnern, dass wir im letzten Spiel gegen Napoli große, große Probleme mit Yavuz Er hatten, der, glaube ich, sogar in dem Spiel sogar noch auf rechts außen oder links außen gespielt hat. Nyonto war auch stark. Und wir stellen. Wow, Brescia führt gegen Juventus durch Arkadiusz Gol. Bester Name immer noch. So, Einwurf Nummer 1, Dickmann auf Sila. Ach, schlecht. Lässt sich hier sehr einfach abkochen. Wow, das war kein Abseits. Wow. Das hätte sehr schief gehen können. Und Napoli macht ein gutes Spiel. Ja, ich werde auf jeden Fall auf 4-1-2-1 gehen. Oh, wird gefährlich, wird sehr gefährlich. Oh, Abseits. Eieiei. Sind aber beides halt nicht so unbedingt die Flügelspieler schlechthin, ne? Oh, Yavuz Er mit einem sehr fiesen Tackling. Rote Karte, nice. Okay, vielleicht gehen wir dann doch lieber auf das 4-3-3 zurück. Rote Karte für Yavuz Er und das so früh. Hui, das könnte interessant für uns werden. Napoli spielt jetzt in einem, ja, in einer Raute ohne Doppelsturm. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Wobei bei der KI merkt man halt oft nicht, dass sie eine rote Karte haben. Aber das ist schon so früh, dass es vielleicht am Ende relevant sein könnte. Wenn wir dann halt mehr Fitness haben, wobei unsere Fitness ist aktuell beschissener, super. Ach, Mist. Kommt, Jungs. Das können wir echt schaffen. Aber wir müssen halt auch versuchen, trotzdem klug zu spielen. Jetzt keinen Bullshit machen. Ich glaube, Sida werde ich trotzdem gleich rausnehmen, weil die Fitness jetzt schon so schlecht ist. Und dann noch gelbe Karte und schlechte Note. Ich werde mal ein Stückchen breiter spielen. Damit wir vielleicht diese Räume hier auf den Außen nutzen können, wenn Napoli halt die nicht besetzt. Aber wir stellen uns leider auch an. Es passiert leider gar nichts. 20 Minuten noch. Puh. So, wir sehen mal eine Szene. Napoli hat den Ball. Ah, langer Ball nach vorne. Der landet bei uns. So. Jetzt einen klugen Angriff, bitte. Cengiz Ünder. Ja, kommt durch. Rovalia kriegt ihn leider nicht. Ball ist noch heiß. Daimann gerade reingekommen für Dickmann. Schöner Doppelpass mit Ranocchia. Flanke kommt solide. Und dann ist es ein cooler Ball. Dickmann. Wow, Brescia 2-0. Wow. Ja, was wechseln? Was wechseln? Ich gehe auf den Doppelsturm mit Navarra und Rovalia. Brescianini geht raus und wir gehen wirklich auf sehr offensiv. Es ist sehr risky, aber ich will dieses Spiel gewinnen. Und ich glaube, das ist unsere beste Chance, wenn wir das so machen. Ja, mach mal einen Knipser. So, Flügelverteidiger auch beide auf Angreifen. Ah, komm. Die letzten 12 Minuten. Volle Power nach vorne. Cengiz Ünders Eckball. Kommt nicht gut. Kommt sogar sehr schlecht. Vielleicht immer runter auf Ünder? Ne, nimm Daimann um mit. Ah, Ball kommt auf Caicedo. Nochmal auf Daimann. Tor! Daimann, unser Rechtsverteidiger mit dem linken Fuß. Sehr nice. Bringt hier den Ball auf Caicedo rein, der nochmal zurückpasst und dann ein richtig guter Schuss. Sehr schön. Und wir führen gegen Napoli.
Juve hat den Anschlusstreffer gemacht und gehen jetzt auf ein ja, flaches 4-4-2. So. Das sollte passen. Wir haben ja keinen Wechsel mehr. Ah, das wäre so nice. Napoli nochmal. Jungs, verkackt das nicht. Wir stehen immer noch sehr, sehr offensiv, gerade in der Zentrale. Vielleicht sollte ich das gleich nochmal ändern. Oh, ja. Und natürlich erstes Saisontor. Ach Leute, warum, warum, warum? Ja, gehen wir wieder auf Offensiv. Großer Fehler von Sala, weil die Seite, die muss er zumachen. Aber auch riesiger Fehler von. Warum ist Ünder da in der Mitte? Ach ja, da hätte ich die Defensive, hätte ich die Mitte nicht so offensiv machen müssen, hätte ich die Defensive halt stärken müssen. Das ist halt auch ein Fehler von Birz, weil ganz ehrlich, der ist eigentlich dazu zugeteilt, dass er da aufpasst. Schließlich ist Netcov bei Vignato. Ach, Jungs, ey. Macht doch nicht so einen Mist. Und zwar spielen wir jetzt echt den Sieg. Unglaublich. Ich gehe nochmal auf sehr offensiv. Halt sofort das Gegentor kassiert. Da. Ach, Jungs. Ach, Jungs. Ihr seid doch blöd. Es war so easy halt. Einen Sieg jetzt gegen Napoli zu holen. Und ihr verkackt das so grandios. Ach, Leute. Unentschieden ist halt viel zu wenig für dieses Spiel. Da muss so, so viel mehr. Da war so, so viel mehr drin. Ach, Mann, ey, schade. Juve hat echt verloren. Inter und Juve jetzt punktgleich. Und hätten wir 2 Punkte mehr geholt, wären wir einfach einen Punkt hinter Platz 1 und Platz 2 gewesen. So kommt Milan auch super ran. Lazio kommt natürlich auch ran. 4 Punkte auf Lazio. Halt super, 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 super unnötig und dumm. Ärgert extrem. Ist bisher eins der schlimmsten Spiele in der Saison. Nach Verona gerade. Eieiei. Kann doch nicht euer Ernst sein. Ich werde mal hier die Vertragslosen scouten, damit wir dann die nächsten 2, 3 Folgen da ein bisschen mehr drauf gucken können. Aber das war es jetzt erstmal für heute. Das war leider extrem enttäuschend. Nächste Folge haben wir Atalanta Torino und dann Kiew. Gegen Kiew können wir endlich mal rotieren, weil wir komplett durch sind in der Champions League Gruppe. Da ist es egal, wie das Spiel dann ausgeht. Wieder nicht wirklich gut heute. Wir haben zwar einen Sieg geholt gegen Fiorentina, das war dann aber auch sehr, sehr wackelig am Ende, weil Sabitzer wie auch Didio sein erstes Saisontor gemacht hat. Ja, das war. Das ist der FM halt, ne? Immer diese schönen ersten Saisontore am wievielten Spieltag? 13. halt. Und Sabitzer spielt halt Stürmer. Gut, bei Didio ist es in Ordnung. Wenn der sein erstes Saisontor macht, auch wenn es natürlich bitter ist, ist es sehr ärgerlich heute gelaufen, leider. Mal wieder. Gerade natürlich auch mit der Verletzung von Andres, der dann wahrscheinlich erst nach dem Kiew-Spiel zurückkommen wird, glaube ich. Aber mal gucken. Nächste Folge geht's weiter. Das Ganze dann am Montag. Bis dahin. Tschö.